Guten Morgen, Sie fahren heute eine S1 von Bad Alburg Nord nach Pilges. Rüsten Sie Ihr Fahrzeug auf, ZZA Position 14 und rücken Sie nach Bad Alburg Nord. Abfahrt ist dann um 6.58 Uhr. Hinweis, Finger weg von der Tab-Taste. Ja, und damit Servus und Grüß euch zu einer weiteren Fahrt hier im Trainsimulator Classic auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal fahren wir mal mit einem ganz speziellen Fahrzeug. Jetzt müssen wir schauen, ob wir es aufrüsten auf die schnelle Erhebung. Oder was überhaupt noch kann. Irgendwann müsste nämlich da nochmal die Zugwendesteuerung sich einschalten lassen von unserer Kombination. So, da haben wir es einmal. Dann Stromabnehmer nach oben. Dann müsste der Bügel bei der 111er hinten auch oben sein. Dann können wir einen Hauptschalter einmachen. Die SIFA und die PZB. Fahrtrichtung ist, wenn er nach vorne, Feststellbremsen haben gelöst. Die machen wir einmal locker. ZZA Leerfeld. Spitzenlicht. Und lass das mir nochmal durchtasten, na, dann bleibt es halt einfach aus. Schauen wir mal, ob das Schnuckelchen fährt. Ja, da hat er schon. Passt. Kieselgrau-Orange. Kieselgrau-Orange, genau. Aber ein bisschen anders. Andere Kombination. Also kein Triebzug, wenn wir es mit der 420er sonst immer gefahren sind. Da. Nein, wir fangen mal lockbespannte in den S-Zug. Dazu schleichen wir uns jetzt mal auf den Bahnhof vor. Jetzt machen wir mal da gemütlich hier. Also, alles im Bahnsteigbereich. Dann bleiben wir mal stehen und machen mal die Türen auf. Die Bremse mal lösen, der Kollege mit dem Gegenzug kommt auch gerade. Mit der Gegen-S-Bahn sozusagen. Ja, unterwegs haben wir heute jetzt S1 Bad Altburg Nord Pilges auf der Kerbestrecke 1994 in der Version 1.0, die der Christoph Kantner ja so schön für uns erweitert gebaut, nennt es, wie ihr es wollt. Habt. Aufgabe ist vom Edgar 114 und wir fahren mal ein ganz seltenes Fahrzeug, die 111er in der S-Bahn-Lackierung. Und so noch die ZZA davon. Jetzt geht's, was hat er gesagt? 14, 11, 12, 13, 14. War ein Neumarkt in Oberpfalz. Gibt es da noch ein Update? Oh! Der gute alte, schöne, farbenfrohe DB-Verkehr. So muss das, so soll das, so ist das. So, was haben wir denn für ein schöner Fahrplan? Bad Altburg Nord.
Ringbergallee, Bad Aldburg Flughafen, Bad Aldburg Mitte, Färberstraße, Karlsruher Platz, Hauptbahnhof, Ziersiedlung, Millersheim Ost, Gansenwerth, Pilges und dann in die Abstellung hinten. Also einmal komplett durch. Dass ich den Fahrplan erhalten kann. Macht der automatisch zu, da muss man an der Türsteuerung ziehen. Muss jetzt direkt mal schauen. Das Ding bin ich schon ewig nicht mehr gefahren. Dass wir jetzt Fahrmotorlüftung einschalten dürfen. Ich hoffe, das ist jetzt auch die Einstellung. Wir müssen sie in der Mitte bleiben, das müsste die Automatik dann sein, hoffentlich. Ich hoffe, das passt. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Namen der DB Regio begrüße ich Sie in der S1 nach Pilves. Unser nächster Halt ist die Ringbergallee. Die im hoffentlich ja pünktlich erreichen. Hier irgendwo noch eine Stufenschaltung von der 111er. Ich bin ja froh, wenn ich durchkomme. Ich hoffe, dass ich ohne Verbremser durchkomme. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das. Wie der Schnuckerl bremst. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Gut, bremsen ohne Fährbremser, gell? Das ist immer das Wichtigste. Perfekt wäre natürlich noch eine Hartoffel, aber das. Oh, haben wir auch noch. Boah, das schaut einmal richtig cool aus, ha? Dann die Bremsen gleich mal wieder lösen. Dürfen wir noch nicht? Fast denkt, das war zu viel. Das war zu viel des Guten. Na, wo ist er denn? Langs. Das war zu viel.
Nächster Halt, Bad Arnburg Flughafen. Our next stop will be Bad Arnburg Airport. Das ist schon cool, aber über heute 120 oder kommen wir 218 mit Mindlingen drauf, ist einfach. Ah, da steht ja noch die 120, das war Interregio, glaube ich. Ja? Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr schön. Das passt ja jetzt schön, wenn jetzt die 120 Grad hinten ins Büttel reinfährt. WM 1994. Lang, lang ist's her, gell? Wupp! Und dann noch schön ins Büttel. Fürs Familienalbum. Oh, Bad Arnburg Mitte können wir schon. Wenn wir die 120 auch gleich wieder sehen. Oder auch nicht. Die waren noch eingeschaltet. Fahrmotor läuft es doch aus und in der Mitte ist ein. Haben doch eingeschaltet. Muss halt nicht, wenn er meint. Oh, da kommt Miller an und da ist es. Schön. Nächster Halt, Bad Arnburg Mitte. Disco Laserlight. Pop, das war zu. Ja, alles gut. Ja. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ah, jetzt zwei E-Bremsen. So, bitteschön, Türen auf. Alles raus, alles rein. Thank you.
Das BR-Gebäude umbaut zur Deutschen Telekom. Das ist eine gute Idee gewesen. Station Färberstraße. Eher unter der Färberstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bitte schön. Ist der von das erste X-Game? Nächste Station Karlsruher Platz. Volle Konzentration, dass man den Bahnsteig wieder richtig trifft. Ist er zu stark gebremst? Das Radschlumpfchen wieder kommen, jetzt hängen wir Signale nicht. Huiuiui! Ja, eine coole Idee mit der Gefährt unten umeinander fahren. Respekt. Hat Edgar wieder eine gute Idee gehabt. Nächster Halt Bad Aalborg Hauptbahnhof.
Sie haben Anschluss an den Regional- und Fernverkehr. Bitte achten Sie auf die Ansagen am Bahnsteig. Next stop, Bald Altburg Main Station. Please pay attention to the platform announcements for further connections. Hinterrieger müsste da noch da sein, wenn er noch nicht weg ist. Zu spät abgeschaltet. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Na, das ist Toyota-Werbung. Ich meine, da gab es nur Werbung vom Schorschi. Racy. Die neue Klasse in der großen Qualität. ABS, Flankenschutz in den Türen, Airbags serienmäßig. 2,2 Liter 16 Ventile mit 136 PS. Und im geschmeidigen 3 Liter V6 24 Ventile mit 288 PS. Hui! Ein Toyota! Im Untergrund ist uns aber noch nichts begegnet, oder? Ja, ja, ich bin schon da, Sifu. Naja, bis man sich eine Stufenschattung mit eingerufen hat, ein Szenario go. Leider. Wir haben jetzt erst Übungsrunden dran. Aber das war Cheaten. Ja, das ist TS. Wie man wieder sagt, das ist einfach TS live. Da brauchst du einen Song, es ist noch nichts entgegengekommen. Zack, bumm, denkt sich der TS-Tage her. Kriegst gleich mal einen KI-Zug. Bis zu spät, gell? Was haben wir da? Man muss die richtige Marke fahren, um in Deutschland voranzukommen. DB. Da ist jetzt aber der Streiten drüber wahrscheinlich, gell? Bis das T aus ist.
So, dann geht's mal wieder um das Licht der Öffentlichkeit. Komplett seine Erfahrung. Jetzt haben wir Sushi im on Kurs im Target. Jetzt gehen wir dann nochmal am Betriebswerk vorbei davon und an der Güterumfahrung, die jetzt da einzweigt vorne. Es geht schon mit Fahrstufe 12 Wicker fahren und bis genauso unter die maximal 420 Ampere, wenn er mal bis am Rollen ist. Ich sag, wenn man es mal heraus hat, kannst du da schön auf Stufe 18 aufschalten zum Beispiel und fertig. Lauf ganz gut. Da ist Betriebswerk herum. Eine Ausfahrt aus dem Untergrund. Jetzt wieder zum Flughafen nochmal. Bei der Kurzanbindung sozusagen. Ja, schon mal mit den Güterzügeln umeinander, gell? Nächste Station, Gasenwert. So, und dann kommen wir ja schon direkt nach Pilges. Da kommt jetzt gleich irgendwas an uns vorbei. Ha? Ah. Ei, du kleiner Angeber. Mit deinem Steierwagerl. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Wo schiebt's denn? Oh, 10er. Schlumpfinchen.
So. Wir schon mal die Türen dann schon zu, weil bei uns am Steuerwagen nichts mehr offen ist, gell, aber am hinteren Zugteil haben sie einen offen. Oh, da steht das Spiegelei. Also links, bei uns nicht, Gott sei Dank. Wir haben noch freie Bahn mit Marzipan. Jetzt dürfen wir sogar an 110 fahren, aber naja. 140 ist ja hier. Haben sie aber gar nicht gefreien, weil da hinten ja dann die Haltestelle kommt. Mit 140 auf dem Prellbock, das gibt Spaß. Das machen wir natürlich nicht. Schaut um eine schöne Steuerung und um die 111. Außerdem stellt jetzt da wieder so ein Spiegelei rundum. Unser nächster Halt ist Pilbis, die Endstation dieses Zuges. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Reise mit der DB Regio und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Führt euch! Mit einem kleinen Zigzags unterwegs da drüben. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich meine, Version bei der Soundkulisse. Nicht einsteigen, hallo. Katastrophe. Alles geschafft, sehr schön. So muss es sein, auf der Kehrwegstrecke.
aufpassen, nicht dass wir zum Schluss doch noch einen einfangen. Wir sind der Eumel. Na, ah, passt schon. Er passt ja leicht eine. Ganz gemütlich ausbremsen. Kaffeepause, das klingt doch gut. Ich sag danke fürs Zugucken. Über ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar unter dem Video würde ich mich natürlich freuen. Danke an den Edgar für diese schöne Aufgabe. Und ich lade euch natürlich herzlich ein, bei einem meiner nächsten Livestreams oder Videos hier auf meinem Kanal wieder dabei zu sein. Wünsche ich bis dahin alles Liebe und Gute. Pfiat euch vom Maverick.